Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Showdown Part. Wir spielen heute wieder im Overuse und das mit einem neuen Team. Nämlich ein Team um das Pokémon Ramot gebaut. Das Team besteht besser gesagt aus Ramot, Rotomwash, Mega Despota, Landrusty, Tapu Lele und Kaputoru. So, sehen wir uns mal das Team genauer an. Wir spielen hier ein Quiver Dance, Volcarona mit Feuersturm, Psychokinese und dem Bagium C. Wir können so ein Z-Käfergebrumm raushauen, der sehr viele Pokémon mit neutral trifft. Und wenn wir auf plus 1 sind, könnten wir die meisten schon one-shotten. Wir spielen hier die Psychokinese für das Pokémon Toxapex, denn Toxapex ist momentan eins der beliebtesten Pokémon, die gespielt werden. Ich finde, Toxapex ist... Ich hasse Toxapex, ich habe es noch nie gespielt und darauf bin ich sogar stolz. Ja, aber kommen wir zu Ramot wieder zurück. Ein normales Ramot-Set, man kennt es, man liebt es. Natürlich haben wir die Fähigkeit Flammenkörper, den 130% Flammenkörper von Ramot, den man natürlich immer so schön kennt. Kommen wir zum nächsten Pokémon, Rotomwash. Wir brauchen ein Pokémon, was die folgen kann und... Da habe ich mich für Rotomwash entschieden. Rotomwash ist immer auch so ein langsamer Volt-Switcher, kann uns somit die Switch-Advantage holen und dann könnten wir vielleicht den Ramot wechseln und dann ein Pokémon besiegen oder ein Setup. Es kann natürlich Hydro-Bombe, Volt wechseln und Will-O-Wisp, also ehrlich zum Verbrennen und ein Physi-Stets-Set spielen wir hier. Wir spielen hier die Iapa-Berry. Denn wenn wir unter 25% sind, dann bekommen wir 50% dazu und das passiert bei Rotom eigentlich oft. Darum ist dieses Item so gut auf diesem Pokémon. Kommen wir zum nächsten Pokémon. Wir spielen hier ein Mega Despota ein. Mega Despota mit Drachtanz, Steinkante, Eispunch und Firepunch. Steinkante als Step, Ice Punch für Landrusty, für Gale Garchomp ist eigentlich klar, Fire Punch für die Stahlpucken wie Tentantel, Celesteela. Und natürlich voll offensiv. Kommen wir zum nächsten Pokémon, Landrusty. Wir spielen hier ein Choice Scarf Landrusty mit Kehrtwirn, Erdbeben, Tarnsteinen und HP Ice. Ich wollte ein Pokémon, was die Tarnsteine drauf hatten und da habe ich mich für ein Choice Scarf Landrusty entschieden. Es ist auch noch Walschall, outspeedet somit sehr viele Pokémon und kann uns noch die Switch Advantage mit der Kehrtwende holen. Also ein sehr gutes Pokémon in diesem Team. Kommen wir zu einem, ja, Wallbreaker, einen sehr guten Wallbreaker im OU-Tier, nämlich Tapu Lele mit dem Wahlglas. Somit können wir eine Psychokinese und einen Psyshock abfeuern, der mit Step geboostet wird, im Psychofeld geboostet wird und dann noch mit dem Wahlglas geboostet wird. Also macht es wirklich sehr viel Damage. Mokewald Eis, Coverage für Drachen-Pokémon zum Beispiel und HP Fire für Feuer-Pokémon für Stahl-Pokémon wie zum Beispiel Tentantel. Kommen wir zum nächsten Pokémon. Tapu Bulu, also Kaputoro. Wir spielen hier die defensive Variante mit der Offensivweste, dass wir auch in der speziell defensiven Seite irgendein Pokémon haben, was da wirklich was tanken kann. Mit Hornleech, Woodhammer, Super Po, Nature Madness. Man könnte statt Nature Madness auch die Steinkante spielen, aber da wir schon ein Pokémon mit Steinkante im Team haben, nämlich Despota, habe ich mich entschieden, Nature Madness zu spielen und das normale Assault with Tapu Bulu Set. So Leute, ich würde mal sagen, wir suchen uns einen Gegner. So Leute, wir haben einen Gegner gefunden. Er hat ein Magiana, Vespritz, Cresselia, Garchomp, Meistergriff und Alola Knogger. Wie man hier sieht, ist es wahrscheinlich ein... Ihr wisst schon, ein... Trick Room Team. Und wir werden mit Volcarona leaden. Leadet mit Mesprit, habe ich mir schon fast gedacht, und wir hauen ein Z-Käfergebrumm raus, um das Mesprit zu besiegen, dass es kein Trick Room rausholen kann, aber schade. Es trägt einen Fokus-Code, überraschend wirklich. So,
Wir gehen jetzt in unser... Wir gehen auf Fireblast und der holt die Tarnsterne noch raus. Okay, stören ein bisschen, aber egal. So, Alola-Knogger. Wir gehen auf die Psychokinese, sacken unser Volcarona. Die Tarnsterne sind dumm und... Ja! Wir gehen jetzt in Rotom und drücken in Hydropumpe auf dieses Marowak und hoffentlich können wir es rausnehmen. Shadowborn tanken wir und wir können es rausnehmen. Perfekt, denn Alola Knog ist ein sehr großer Threat. Conkeldurr, okay. So, wir gehen in Tapulele, predicten, dass er auf eine Kampfattacke geht, die resisten wir vierfach, Power-Up-Punch perfekt und wir gehen jetzt auf Psyshock, wahrscheinlich kommen jetzt Magiana rein, aber das ist egal. So, wird das getushottet? Nein, aber wir gehen nochmal auf Psyshock, denn dieses Pokémon nervt schon ein wenig. So, brauchen wir Tapu Lele noch? Mal überlegen, Lanrus T können wir gut gebrauchen noch? Dann Tapu Lele für das Meistergriff, denn sonst bekommen wir es nicht weg. Also gehen wir jetzt in Rotom. Die Yapa Berry triggert, vielleicht tanken wir jetzt eine Attacke. Aber ich denke nicht, oder? Schade, nein. Okay. Wir gehen jetzt in unser Tapu Bulo, vielleicht tanken wir eine Attacke. Was ich hoffe. Denn das wäre sehr schön. Flirken, dann tanken wir. Und wir können Magiana rausnehmen. Perfekt. So. Natürlich stört er immer noch das Trick, der Trick Room als der Pizarro-Raum, aber das ist egal. So. Die Frage ist, was wir jetzt tun werden. Also, er hat noch einen Trick Room User, nämlich Cresselia. Garchomp ist wahrscheinlich ein Mega-Knackkrack, kann ich mir vorstellen. Denn das wird ja langsamer. Okay, mit Lanrus T müssen wir eigentlich das Mega-Knackkrack mit HP Ice besiegen, oder? Lanrus T, Choice Scarf, HP Ice haben wir und hier haben wir ein Garchomp. Mega-Garchomp. Das two-shotten wir zu 85% circa, gut zu wissen. So, Tapu Lele will ich mir noch behalten. Und Despota. Gehen wir jetzt in Despota und sacken es. Wir müssen ein Pokémon sacken. Oder wir gehen jetzt in Lanrus. Er geht auf Ice Punch, ich bin so dumm. Ja, ich habe gedacht, dass er auf Giftip geht. Ah, das wäre extrem dumm. Wir gehen in Tapu Lele. Ah, das war dumm von mir. Wir gehen auf Psyshock. Wir gehen in Cresselia, okay? Und wir machen keinen Two-Shot. Schade. So, wir gehen in Tyranitar. Und mägen uns und gehen auf Ice Punch, denn vielleicht geht er in Knackrack und dann können wir es one-shotten, denn wir treffen es vierfach. Oder geht er in Conkeldurr und wir bekommen vielleicht einen Freeze? Schade, leider nicht. So. Ja, ich hasse Trick Room Teams. Aber na gut, wir gehen in Tapu Bulo. Power Punch reicht sogar, Tapu Lele. Und wir gehen auf Psy-Sh. Wir gehen auf die Mokewald, die müsste eigentlich jetzt auch ausreichen von dieser Range, auch wenn es vielleicht die Offensive trägt. Ice Punch tankt mir nicht, schade. Und diesen Kampf haben wir leider verloren und wir werden einfach mal den nächsten Gegner suchen. Ja, leider sinken wir wieder bei unserer Leader, das nicht so schön ist, aber die nächsten Kämpfe müssen wir einfach gewinnen. Dann passt es ja auch wieder. Also gut, der nächste Gegner. Wow, das nächste Trick Room Team. Wow, Mega Flunkiefer, Magiana, Rotomwash, Selve, Cresselia und Knogge. Wir werden mit Volcarona wieder leaden. Und eher mit Uxie, wir gehen auf Z, Bugbuzz. Hoffentlich trägt dieses Mal dieses Uxie keinen Fokusgurt. Das wäre sehr gut.
Denn dann hätten wir schon einen Trick Room User raus. Das wäre wirklich gut. Und er hat den Kampf verlassen, aber vielleicht rejoin er wieder. Ich werde bis dahin cutten. So, Leute, der Gegner hat den Kampf verlassen und wir werden einfach mal den nächsten Gegner suchen. Bleibt dran! So, Leute, wir haben den nächsten Gegner gefunden. Er hat ein Quajutsu, ein Hooper Amphaon, ein Xerox, ein Magianer, ein Landrusty und ein Zapdos. Er wird wahrscheinlich ein Mega Xerox haben, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ein defensives Landrusty kann ich mir noch gut vorstellen. Und ja, mit welchem Pokémon fangen wir in diesem Kampf an? Ich würde sagen, mit Rotom. Ich denke, das ist der beste Lead, denn wir können Landrusty und Xerox verbrennen. Wir sind auch schneller als dieses Pokémon, können jetzt schon in der ersten Runde irgendein Pokémon verbrennen. Wenn es ein physisches ist, ist es gut für uns. Und ja, auf jeden Fall Residual Damage ist immer sehr gut. Also, wenn wir ein Pokémon verbrennen, ist das sehr gut. Aber wir müssen natürlich auch mit dem Irrlicht treffen, also mit dem Will-O-Wisp. Das heißt, ja, zu 90% können wir treffen. Hoffentlich treffen wir auch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es den Hooper anbauen geht, denn das ist seine beste. Oder Magiana, okay. Das ist doch besser. Wenn es ein Schiffgear Magiana mit Iron Head ist, ist das sehr gut. Wir gehen jetzt auf Will-O-Wisp. Wenn es schneller ist, ist es offensiv. Wenn wir schneller sind, ist es defensiv. Okay, wir können von offensiv jetzt ausgehen, würde ich einmal sagen. Daher gehen wir jetzt in unser Volcarona, vielleicht kommt die Fairy Attack, Volt Switch, habe ich mir schon fast gedacht, deshalb habe ich gezögert, den Landrusty rauszuwechseln, aber wenn er auf die starke Feenattacke, also Flurkenen gegangen hätte, wäre, dann wäre das nicht so gut. So, das muss ein spezielles sein. So, wir gehen in Rotom, um zu sehen, was der Gegner tun wird. Er geht auf Hydro-Pumpe. Ja, wir gehen auf Volt Switch, das ist die beste Wahl, was wir hier tun können. Und er geht wieder Magiana, wir bekommen die Switch Advantage und wir gehen jetzt in unser Rotom und können einen Feuersturm anfeuern, der eigentlich jeden Pokémon sehr guten Schaden zufügt. Magiana wird One-Shot, würde ich mal sagen, oder? Nein, aber hier ist best, dass es die auf jeden Fall die Offensivweste trägt, denn sonst würde es gewone-shottet werden. Greninja hab ich mir schon fast gedacht. Wir gehen wieder in unser. Dieses Mal gehen wir unser Tapu Bulu, denn es ist ja. Es trägt die Offensivweste, unsere speziell Defensive Wall. Okay, U-Turn. Egal. So. Er müsste jetzt in Xerox gehen, oder? Ja. Aber Leute, wir gehen wieder in unser. Wir gehen wieder in Rotom, unsere Füße steht auf die Wall, er geht auf U-Turn, er bringt uns leider nicht auf unsere Beere, also auf 25%. So, Zapdos. Wir werden bei diesem Pokémon einfach brauchen, wir gehen auf Volt Switch und Discharge tankt mir leider nicht mehr, schade. Wir brauchen sowieso kein Defog, würde ich mal sagen, denn für welches Pokémon? So, wir gehen jetzt in unser Tyranitar, Megan uns und gehen auf Stone Edge. Das trifft irgendein Pokémon sehr gut und Zapdos wird gewone-shottet. Er geht in Mega Xerox, okay, treffen wir mit der Steinkante sehr gut und der Feuerschlag müsste eigentlich dieses Xerox killen. Wir sind schneller. Er wird sicher kein volles Investment haben. Er geht auf Bullet Punch und sägt somit sein Xerox. Sehr gut. Er geht jetzt wahrscheinlich in Landrusty, oder? Und kann jetzt die Tarnsteine rausholen. Das ist ein bisschen schade. Aber wir könnten auf Ice Punch gehen, um es zu bestrafen, wenn es. Wisst ihr was, wir holen auch die Tarnsterne raus, denn das trifft sein Zapdos sehr gut. Erdbeben, das ist noch besser. Wir gehen jetzt auf die Tarnsterne, denn ja, das ist die beste Wahl, was wir hier tun können. Er geht auf HP Ice, okay, wir gehen, ach, wir sind jetzt Scarf, habe ich vergessen. Aber das, dann müssen wir uns dieses Pokémon behalten. Ach ja, ich habe gedacht, dass wir physisch defensiv sind. Wir gehen jetzt in Tapu Lele und unser Gegner auf HP Ice, okay.
So, wir gehen auf Moonblast. Das ist die beste Wahl, was wir hier tun können. Davon wird das Lanros T getushottet und Magiane wird besiegt. Und ja, Tapu-Lele müssen wir uns eigentlich auch behalten. Trifft jedes Pokémon sehr gut. Und jetzt geht er wahrscheinlich in Greninja und wird uns one-shotten, obwohl eine spezielle Attacke nicht ausreichen würde. Zapdos, interessant. Wir gehen auf Moonblast. Ich kann mir vorstellen, dass er sie folgen wird, denn die Tarnsteine nerven vielleicht. Und natürlich one-shotten wir es nicht, denn mit 1% überlebt es. Natürlich. Aber egal. Und jetzt haben wir wenigstens Zapdos besiegt. Und welches Pokémon wird unser Gegner jetzt gehen? Wir brauchen auf jeden Fall noch unser Tapu Toro als Tapu Hulo, das Gras-Fee-Pokémon für das Greninja. Hooper anbaut. So, wir sind schneller und können es one-shotten, da wir ein Wahlglas tragen. Und ja, Tapu-Lele macht wirklich gute Arbeit in diesem Kampf. Greninja, also Quajutsu. Hier werden wir unser Tapu-Lele zecken. Oder auch nicht, wenn er nicht so oft trifft. Perfekt. Sehr gut. Der Gegner overprotected. Das ist sehr gut für uns. Und jetzt gibt der Gegner auf. Und Leute, wir werden einfach mal den nächsten Gegner suchen. Und vielleicht können wir auf die 1700 Ladder diesen Part erreichen, wenn wir den nächsten Kampf gewinnen. Das wäre eigentlich sehr gut. Und er fängt mit, wenn wir einen Gegner natürlich haben. Wann haben wir einen Gegner? Ich werde cutten, bis wir einen Gegner gefunden haben. So Leute, wir haben den nächsten Gegner gefunden und er hat einen Chirachi, ein Serpiroyal, ein Magian, ein Vulcanion, Dragoran und Galagladi. Wahrscheinlich ein Mega Galagladi ist das einzige Mega. Und ja, mit welchen Pokémon werden wir anfangen? Ich kann mir einen Chirachi sehr gut vorstellen. Also werden wir einfach mal mit unserem Lanros T anfangen. So bekommen wir einen Bedroher. Okay, er leadet mit Serpiroyal. Wir gehen auf die Kehrtwende, machen ihm den Pokémon so mit guten Schaden. Er geht wahrscheinlich auf Blättersturm. Sollen wir in Tapu Bulu gehen oder in wir gehen in Volcaron. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine Kraftreserve Gestein hat. Claire, okay. Wir gehen auf Bugbass, würde ich mal sagen. Er geht in Vulcanion, okay. Ja, Nick. Vulcanion, also mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir gehen auf Rotom, resisten beide seine Steps, Steam Eruption, verbrennen uns leider. Okay. Wir werden jetzt auf Voltswitch gehen, er wird rauswechseln und so bekommen wir das Switch Advantage. Perfekt, so. Wir gehen jetzt in unser Land Receiver, können auf U-Turn gehen, besiegen das Serpiroyal oder bekommen die Switch Advantage. Beides ist für uns sehr gut. Und der Gegner opfert das Serpiroyal und wir gehen jetzt in unser. Überlebt Volcarona eine Steam Eruption von Vulcanion? Das will ich jetzt kalten. So, zuerst müssen wir wissen, ob das ein. So, Rotom, ob das ein Specs oder ein Choice Scarf war. Wash. Defensiv, ja, egal. So, und hier haben wir ein Vulcanion, sagen wir einfach mal Choice Specs, Steam Eruption. Hat 31% gemacht, also könnten wir eigentlich mit einem Choice Scarf rechnen und ja, das wird der Damage sein. Und wie viel? Volcarona. Corona. Auf jeden Fall. Oh, you Quiverdance. Wir überleben eine Steam Eruption nicht. Schade. Aber erst Choice Scarf, das ist gut zu wissen. Mit unseren Lanros T sind wir also schneller. Volcarona könnten wir eigentlich noch gebrauchen für Chirachi und Magiana. Die werden uns nicht one-shotten können und wir können mit Feuersturm diese Pokémon sehr gut treffen. Und wir werden deshalb einfach mal in unser Tapu. Nein, dann würden wir Galagladi helfen. Wir gehen in Rotom. Ich denke, das ist das Beste, was wir hier tun können. Auch wenn wir 6% Bernschaden bekommen, was ein bisschen blöd ist. Aber ja, ich denke, wie gesagt, dass das die beste Wahl ist. Denn er geht in Galagladi. So, kann uns one-shotten. Sollten wir das herausfinden oder nicht?
Also, ich. Close Combat müssen wir eigentlich tanken. Er geht auf Substitute, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann gehen wir auf Vote Switch, Ballgap, okay. Hoffentlich können wir den Sub zerstören. Jawohl. So. Wir gehen in Landros und gehen auf Erdbeben. Erdbeben müsste eigentlich reichen, um das Galagladi zu besiegen. Okay, jetzt plus 1 da nicht. So. Substitute, okay. Wir gehen auf Erdbeben. Ice Punch, er kann auf Ice Punch gehen, aber das tanken wir nicht. Überrascht mich eigentlich sehr. So, wir gehen in Rotom, gehen auf Voltwechsel. Eine Attacke müssten wir eigentlich überleben, denn wir sind physisch defensiv. Drain Punch mit Volt Switch müssten wir ihn killen oder die Bäre triggert. Sehr gut. So, wir gehen jetzt in unser. In unser Tapu Bulu, oder? Dann kann er in sein. Ja, Tapu Bulu wird in diesem Kampf nicht so viel machen. Also, ja, was will Tapu Bulu machen? Es kann nichts gegen Vulkanien, Dragoran und gegen die Steel-Types kann es sowieso nichts machen. Jirachi, okay. Hier gehen wir jetzt in Volcarona. Und der Gegner geht auf die Tarnsteine, was ich mir schon fast gedacht habe. So, wir gehen auf Z, Bugbuzz, auf Savage Spinouts. Natürlich flinchen wir. Aber wir bekommen Recovery durch das Grasfeld. Er geht in Volcanion und Feuersturm macht keinen Schaden. So. Wir sacken wir hier jetzt unser Volcarona. Nein, wir werden Tapu Bulu sacken. Hoffentlich geht er auf die Wasserattacke, dann ist es noch besser für uns. Er geht auf Sludge Bomb, das killt uns sowieso. So. Wir können jetzt aber in unser Tyranitar gehen, oder? Ja, denn er muss jetzt rauswechseln und wir können uns mega und auf die Steinkante gehen. Oder wir gehen auf Fire Punch, denn wir predikten einfach mal, dass er nicht in Dragoran wechselt, sondern in eins der Stahl-Pokémon oder auch nicht. Und er geht wirklich auf die Sludge Steam Eruption. Okay, er ist nicht gechoice-gaft. Was? Was? Okay, dann werden wir es Tyranitar sacken. Ja, brauchen es nicht mehr. Schade. Und wir gehen jetzt einfach in unser Tapulele, drücken Psyshock. Und dieser Kampf sieht nicht so gut für uns aus. Denn ich habe ehrlich gedacht, dass das ein Choice Gav Vulkanin ist. So. Ja, er wird auf eine Stahlattacke gehen, kann ich mir vorstellen, oder? Shiftier. Ja, diesen Kampf haben wir leider verloren. Schade. Dann gehen wir in Tapulele, drücken Psyshock. Und er hat wirklich Flash können. Okay. Diesen Kampf haben wir 3-0 verloren. Okay, auf jeden Fall, Leute. Das war's für diesen Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.